Also, wenn wir insgesamt Zweiter wären, wäre das in Ordnung. Aber dann müssen wir wahrscheinlich jetzt nochmal einen Zweiten schaffen, denke ich. Ah ne, das war's jetzt schon gewesen. Okay. In Platzierung 2, da ist in Ordnung. Okay, das geht jetzt richtig schnell mit den Fans. Wird es vielleicht gar nicht mehr so lange dauern, bis wir die erste Million haben. Okay, Hochgeburt. Aufgrund der bisherigen Rückmeldungen habe ich mich entschlossen, weitere Events in dieser Rennserie aufzunehmen. Mhm. Bleib bitte am Ball. Okay. Virtual Media. Von Zipper. Ausscheidungsserie. Ja, dann machen wir die jetzt erstmal hier nacheinander. Das scheint mir so eine offizielle Strecke zu sein, ne? GP-Strecke. Gucken wir mal. Ja, ich würde jetzt wieder den VW nehmen einfach. Ich finde das Auto mittlerweile ganz gut. Also am Anfang habe ich ja noch ein bisschen das Auto kritisiert und so, aber das lag dann einfach eher daran, dass ich mich erstmal dran gewöhnen musste. Mittlerweile komme ich doch ganz okay zurecht damit, auch wenn jetzt die letzte Strecke, vor allem die zweite Hälfte, eher nicht so toll war, aber gut. Man ist halt nicht immer in Topform. Hier gibt es zum Teil große Höhenunterschiede. Achte auf Kurven mit Steigungen oder Gefälle. Die sind mir noch gar nicht gefahren, oder? Okay, das wird so eine Art Zeitrennen. Konzentrier dich auf die optimalen Bremspunkte, dann kannst du wertvolle Sekunden sparen. Okay, hier muss ich eher bremsen. Alter Schwede, was ist das denn für eine kranke Kurve? Ich weiß gar nicht, ob ich die Strecke schon mal gefahren bin. Boah, ist das übel. Ich meine, solange der mir nicht wegfährt, kann ich ja nicht so schlecht sein. Starkes Tempo, keine Probleme. Du hast alles im Griff. Okay, das, irgendwie geht das noch, irgendwie geht das noch. Platz hier. Zwei Runden sind das auch nur. Das ist scheiße. Deine Zeit in Sektor 2 kann sich sehen lassen. Okay. Kann ich gar nicht so richtig glauben. Ach, wirklich? Na ja, gut, weiter konzentrieren und das Beste geben. Ja, ach guck mal da, das Rad da rechts oben. Ja, sieht schon geil aus, hä? Rückblende bitte. Ich habe dann auch, irgendwann nicht mehr eingesehen, das noch nach links zu fahren. Dann mache ich jetzt lieber gleich den Unfall, es wäre so spektakulärer. Aber ich hätte die Kurve eh nicht mehr auf mich gekriegt. Aber was mache ich denn hier? Das gibt's doch gar nicht. Also die zweite Runde muss auf jeden Fall dann besser werden. Und ich glaube ja, dass wieder jede Runde einzeln zählt, schätze ich zumindest mal. Boah, ich weiß auch, aber keine Ahnung, wo ich hier langfahren muss, Mann. Hier sind überall Straßen. Ich kenne die Strecke, glaube ich, noch nicht. Das ist auch eine andere Strecke als die letzte offizielle da, die wir hatten. Hey, ist was mit deinem Bein? Jetzt tritt mal aufs Gas und komm auf Tempo. Probieren wir es nochmal. So, jetzt konzentrieren. Alter, die Kurve, die ist echt übel. Da muss ich echt mehr mit Handbremse arbeiten. Wieder Abkürzung. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ich fäll hier ganz schön rum gerade. Das war besser. Das war kein gutes Zeichen, dass der Typ hinter uns schon uns fast wieder einholt hier. Finde ich. So, das war besser. Komm, 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 komm. So, die haben wir jetzt direkt mal genommen, das war nicht schlecht.
ich muss, das Problem ist, ich muss halt ständig die ganze Zeit auf die Minimap gucken, weil ich sonst keine Ahnung habe, wie es jetzt lang geht und so. Und dann auch noch quatschen und fahren und so, das ist gar nicht so leicht. So, ich muss jetzt hier direkt rechts, so, die habe ich jetzt besser genommen. Ist wieder Abkürzung? Nein, okay. Aber das war jetzt mit Abstand besser als davor, oder? Ich hoffe es zumindest. Wo ist denn das Ziel? Das war schlechter. Was ist man geworden? Vierter. Ja. Also würde ich jetzt nochmal, also noch eine Runde mehr, dann würde ich auf jeden Fall Dritter oder Zweiter werden. Du musst jetzt alles geben. Ich will, dass du aufs Podium fährst. Ja gut, also eine Chance haben wir jetzt noch. Wir müssen mindestens Dritter werden. Damit wir aufs Podium kommen. Ah, das ist halt das Ding. Ich wäre halt gerne jetzt noch eine Runde gefahren. Na, jetzt hatte ich ungefähr die Strecke drinnen. So ungefähr. Der Kurs in Portimao ist eine echte Achterbahn. Pass auf, dass du in den Bergabpassagen nicht zu sehr ins Untersteuern kommst. Also wahrscheinlich jetzt die gleiche Strecke nur umgedreht, ne? Ja. Na, hat zu früh gebremst davor. Natürlich fährt die sich jetzt umgekehrt total anders, ne? Logisch. Du bist schneller als die anderen. Sehr gut. Oh, ist das übel. So, eigentlich können wir hier schon machen. So, mit Handbremse geht das dann ganz gut. Jetzt kommt gleich wieder eine harte Rechtskurve. Ja, es ist. Passt schon. Die ist wirklich ganz schön bergig. Okay, haben wir irgendwie gekriegt. Jetzt kommt eine sehr harte Kurve, fast 180 Grad. Oh nein! Das war doch niemals Abkürzung. Niemals. Ey, das gibt's doch gar nicht. Die ist übel. Ah, das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt aber. Das war gut. Also mit Abstand besser als die drei Versuche davor zumindest. Jetzt kommt, glaube ich, schon die. Hier kommt noch keine Zielgerade. Okay. Alter Schwede. Am wenigsten ist ja keine Wiese am Rand. Ist das übel. Schauen wir mal. Das ist nicht schnell genug. Scheiße. Los, gib Gas. Ich gebe mir Mühe. Das war gut. Wie ich es auch immer hinbekommen habe, ich weiß es nicht. Das war okay. Okay, das muss ich nochmal machen. So. Komm. Bislang denke ich, dass wir besser sind. Scheiße! Komm schnell wieder ins Renntempo. Dein Ausritt hat dich zurückgeworfen. Ja. Ich dachte, ich hätte noch eine Wiederholung. Kacke. Das verunsichert mich jetzt natürlich. Ohne Wiederholung, da bin ich jetzt total. Ah. Ja, die habe ich, glaube ich, das letzte Mal besser genommen, dann beim vierten Versuch. Oh, das ist doch übel. Das ist echt übel, die Strecke. Komm. Ich muss halt jetzt noch ein bisschen auf Risiko gehen, es geht nicht anders. Okay, dieser Fehler hat Zeit gekostet. Ja. Fahr jetzt ein sauberes Rennen. So. Ja, das war wahrscheinlich nicht besser. Nee, war es nicht.
Fünfter, scheiße. Es war besser gewesen, aber ja. Ja, dadurch, dass es uns rausgehauen hat, wir gucken mal, was der Abstand war. Es hat uns mindestens 1-2 Sekunden gekostet. Ah, es ist übel. Wäre ich da nicht rausgeflogen, wären wir auf jeden Fall Zweiter geworden. Okay, machen wir weiter. Okay, das war's. Du hast Platz 3. Okay, na gut, damit kann ich leben. Spitze. Hat's von Punkten ja noch hingehauen insgesamt. Errungenschaftsfortschritt, ausverkauft, 10 von 20. Okay. Ja, Platz 3 kann ich absolut leben. Einmal Fünfter, einmal Vierter. Dann hat sich das Feld günstig für mich entwickelt, wie die anderen sich in der Platzierung so angestellt haben. Ja. Yeah. 427.500 Fans. Bam. Wir müssen etwas tun, um die kommende Saison mehr ins Gespräch zu bringen. Für dich stehen einige Promo-Events an, die dabei helfen sollten. Okay. Ja, gucken wir mal. Barcelona, Paris. Ja, fahren wir erstmal über Barcelona. Wie komme ich denn eigentlich zu den Amis rüber? Er hat doch vorhin gemeint, wir könnten nur Ami-Strecken fahren. Was ist denn das? Mhm. Weil hier kann ich ja nichts mehr aussuchen dann, ne? Na egal, machen wir erstmal die Fahrzeug-Challenges. Ah ne, Promo wollten wir. Na gut, passt mal, Barcelona. Ui, mit dem Audi TT Roadster. Gucken wir mal. Ah ja, der Nissan ist immer noch das meistverwendete Auto. Dass ich die Route jederzeit ändern kann. Sei immer auf der Hut. Bin ich. Oh, schick. Ey, das zieht aber schon ganz schön ordentlich. In Promo-Events geht es darum, auf sich aufmerksam zu machen. Behalt dein Ziel fest im Auge. Fährt sich erstmal sehr angenehm, das Auto, muss ich sagen. Boah, wackelt das, Alter. Okay, nochmal zurück. Fährt sich angenehm, aber ja. Muss halt trotzdem fahren können. Boah. Das war knapp gewesen. Die haben wir richtig beschissen genommen. So, von hier aus nochmal. Die einen rum am Weg versperren. Unverschämtheit. Alter. Okay, weiter. Dritter sind wir. Und erste und zweite sind ja echt nicht weit weg. Wow. Okay, das Auto sieht auch noch ganz gut aus. Aber schön, dass die KI auch mal Unfälle baut. Das mag ich ja eigentlich, weil das nochmal ein bisschen für Atmosphäre sorgt. Als wenn die nur eine Linie fahren würden die ganze Zeit. Komm, den kriegt man nur irgendwie. Ich gucke immer auf die Minimap und bin enttäuscht, dass ich da nicht schlauer draus werde. Ja, komm, den werde ich jetzt irgendwie bekommen. Jetzt vielleicht. Nein. Scheiße. Okay, das mache ich nochmal. Aber an der Stelle kriege ich den jetzt. Scheiße. Wie muss nochmal? So, sehr gut. Eine Wiederholung haben wir dann noch. Alter, wirklich? Ja, da sieht man ja viel von dem Unfall. Puh, übel. 158 km/h, Gesamtschaden 82%. Das ist natürlich das Problem jetzt hier. Dass ich, dadurch, dass ich die Minimap nicht habe, kann ich halt die Kurven überhaupt nicht einschätzen. Ja, komm, ein bisschen schneller können wir schon fahren.
Also ich muss jetzt lieber ein bisschen vorsichtiger fahren. Alter, so lange. Wirklich? Das gibt's doch gar nicht. Okay, da haben wir ihn wieder. Es ist halt super schwer einzuschätzen, was das für Kurven sind. Es geht halt leichter, wenn man Gegner vor sich hat. Deswegen habe ich den jetzt mal vorgelassen. Nee, Spaß, aber es fährt sich trotzdem leichter. Alter Schwede. So, da haben wir ihn wieder. Okay, die haben wir ganz okay genommen, denke ich. 3 Minuten. Ah, 3 Minuten ist echt lange. Diesmal wäre es mir lieber, wenn es nicht lang gehen würde. Ganz ruhig. Ja, das war schon viel zu stark gebremst. Ah. So, wieder Erster. Ja, ist knapp. Guter Schlagabtausch hier. Oi, 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 oi. Alter, nein. Okay, weiter, weiter, weiter. Boah, wie mich das ankotzt jetzt. Die Kollision hat dich Plätze gekostet. Die haben auch alle Unfälle gebaut, die haben auch alle Unfälle gebaut. Die haben auch alle Unfälle gebaut. Ich war jetzt voll irritiert. Erster. Wie lange noch? Hinter dir ist jemand beschädigt worden. Bau die Lücke aus. Ist schon übel gerade. Eine anderthalbe Minute rechts oben steht's. Sieht's denn aus? Okay. Das Auto klingt ja auch nicht mehr so toll. Okay, da war es gut, dass ich gebremst habe davor. Alles klar. So, nochmal Gas geben hier. Und keinen Unfall bauen. Ich habe ja vorhin schon gedacht, dass das war's jetzt, wo die alle da lagen. Ich bin da ziemlich hart in die Leitplanke gefahren. Oh nein, jetzt ist der. Nein, 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 nein. Das kann nicht euer Ernst sein. 30 Sekunden. Oh, mach noch mehr Druck, bitte. Noch mehr Druck aufbauen. Scheiße. War's wohl. 10 Sekunden. Das war's, die hätte ich besser nehmen müssen. Okay, zweite. Schade. Ach, Ziel verfehlt deswegen gleich. Wollte mich verarschen. Ist nicht euer Ernst, oder? Boah. Okay, das war's. Nächstes Mal klappt's ist besser. Das übel. Das ist ja nicht euer Ernst jetzt, nur weil ich Zweiter geworden bin. Ich dachte trotzdem, dass es irgendwas bringt. Ich fahr das jetzt. Du hast ganz gute Leistungen gezeigt. Aber wir möchten den Hype vor dem Finale noch steigern. Ja. Ich fahr das jetzt nicht nochmal. Nimm an einem Promo-Event teil. Das ist gute Werbung für uns. 3 Runden, Paris. Und Subaru. Gucken wir mal. Boah, das nervt mich jetzt echt. Das nervt mich jetzt aber.
hätte halt gedacht, dass wenigstens ein bisschen was bringt, Zweiter zu werden. Zeit für eine Highspeed-Stadtrundfahrt durch Paris. Ja. Zeig ihnen, wie man's macht. Es gibt mir Mühe. Dieses Auto kommt Driftfans entgegen. Das wieder überholen. Versucht das Auto in den Kurven in einen Drift zu kriegen, um das Tempo hochzuhalten. Das ist ein bisschen übertrieben. Oh, ist das eng hier. Wenn du weiter so fleißig überholst, hast du den Sieg sicher. Ja. Jetzt hat es angefangen. Ja, ich muss halt aufpassen. Oh, ist das übel. Ich fahr mal rechts lang. Komm, den kriegen wir noch. Oh, genau. Okay, aber hier lohnt es sich zu wiederholen. So, wir können jetzt gut Punkte sammeln. Und den kriegen wir auch noch. So, jetzt muss man bremsen. Geht nicht anders. Na komm. Ah, ich sehe gerade die Punkte, die werden gar nicht resettet, wenn man es nicht schafft, sondern nur. Ah! Zwei Runden noch. Okay, ich verstehe. Die werden dann auch noch in 100 Schritten wieder abgezählt oder nach unten gezählt dann. Ja, dann lohnt es sich ja richtig aufzupassen. Seht ihr, das merke ich auch erst jetzt. Boah, ist das übel. Du zeigst eine Menge starke Überholmanöver. Mach so weiter. So, jetzt kann man Gas geben. Das Problem ist ja schon, ein Streifen reicht ja aus, dass das resettet wird. So, jetzt kann man Gas geben. Kriegt man noch? Bin ich immer froh, dass er jetzt nicht irgendwie nach links abbiegt plötzlich. Komm, das kriegt man hin. Alter. Bisher war deine Fahrt blitzsauber. Weiter so. Diese Runde noch. Ganz ruhig jetzt. In 1000 ist es Cap, wie es aussieht. Also höher geht's nicht. Okay, aber wenn man es verstanden hat, das ist cool. Das gefällt mir vom, von der Idee her. Macht das Spaß. Wow. Ganz ruhig. Dann setze ich lieber nochmal an, als dass ich von vorne anfangen muss. Versteht ihr? So, jetzt bitte nicht. Ah, scheiße. Okay, weiter geht's. Jetzt müssen wir Gas geben, jetzt können wir ein bisschen auf Risiko fahren. Jetzt kommt gleich eine starke Rechtskurve. Aber das läuft ja ganz gut von Punkten her. Hier erfüllt. Nice. 30.000 auch schon mal Punkte. Das letzte Mal hat irgendwie nur 12.000 oder so. Gute Arbeit. Du hast das Ziel geknackt. Guck mal hier, um 4.000 Punkte. Das ist ja noch ganz solide.